Sie ist so schön, so frei, so glänzend und leicht, alles gut und selig, doch nichts hält ewig. Und mit diesem kleinen Gedicht herzlich willkommen bei Kunstklick. Und ja, Seifenblasen sind wunderschön, aber irgendwann platzen sie leider immer. Auch in diesem Bild steht die Seifenblase für Vergänglichkeit, also dafür, dass alles irgendwann zu Ende ist. Dieses Gemälde ist von dem Künstler Franz van Mieris dem Älteren und über 350 Jahre alt. Und das Bild steckt voller spannender Anspielungen und Symbole. Zum Beispiel der Hund. Der steht oft für Treue. Ist ja auch einfach ein treues Tier. Oder hier die Sonnenblume. Die wendet sich immer zum Himmel, so wie die Menschen sich damals zu Gott wenden sollten. Außerdem ist dieses Bild einfach richtig gut gemalt. Guckt mal, wie weich der Stoff wirkt und wie hart dagegen der Stein. Und die Pflanzen wirken, als könnte man sie wirklich anfassen und riechen. Also ist alles unglaublich fein und detailliert. Der Künstler zeigt hier einfach, was man mit Malerei alles darstellen kann. Und das nicht ganz grundlos. Damals gab es nämlich einen Wettstreit. Welche Kunstform ist besser? Ist es die Malerei oder die Bildhauerei? Ja, diese Frage lässt sich natürlich nicht beantworten, aber Franz van Mieris der Ältere malt hier was, das man mit Bildhauerei, also zum Beispiel Stein, nicht darstellen könnte. Nämlich eine Seifenblase. Und im Gegensatz zur echten Seifenblase bleibt uns die gemalte wenigstens erhalten. Damit bin ich auch schon am Ende dieser Kunstklick-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.